Moin Leute, was geht bei euch? Tommy zusammen mit JR am Start und wir machen weiter. Hansa Rostock auf dem Weg zum Triple. Martin Schmidt. Es sieht nach einer Erfolgsbilanz aus, auch wenn wir noch nicht im grünen Bereich sind. Wir kümmern uns nicht um unser Nachwuchs und Geld ist uns auch scheißegal. Hallo, wir haben schon einen unserer eigentlichen Topstars verkauft. Breyer. Der ist jetzt bei Crotone, keine Ahnung. Klingt italienisch. Beziak muss einmal raus. Er hat jetzt jedes Spiel. Ja, dann mach Hansdeck rein. Ja. Vielleicht freut er sich. Können wir mal Engelhardt spielen lassen? Der freut sich aber nicht. Und Breyer brauchen wir nicht spielen. Vielleicht. Probier mal. Ich möchte ihn. Ja, probier doch. Oh, er kriegt keinen. Ja, okay, lass trotzdem. Hier, und auch wenn unser Auswechseltorwart hat sich übrigens bei uns bedankt, dass wir ihm so viel Spielzeit geben. Ja, der hat drei Spiele gespielt. Drei. Ja, auch wenn er sagt, er möchte gerne mehr spielen und wenn du ihn dann nicht spielen lässt, dann ist es auch manchmal, oh danke, dass sie mich wieder zur Startelf hinzugefügt haben. Ich fühle mich jetzt viel besser. Ich weiß nicht, immer wenn die irgendwie Probleme haben, das regelt sich alles von alleine. Oh, ich spiele nicht genug. Dann sagst du, ja, okay, und dann so, und jetzt so. Ach so, passen muss man ja, ne? Das war ein guter Kopfball. Ich weiß jetzt, glaube ich, aber, wie das mit dem Übersteigern geht. Man muss einfach noch hoch oder runter drücken. Ja, genau. Oh nein, Schnee. Da müssen wir passen. Da geht einzeln. Wieso haben wir keinen roten Ball? Okay, weil es noch geht. Durch das Spiel begleiten sie, wie gewohnt, Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Klingt aus nach La einer Liga. Unheimlich spannenden Partie, Buschi. Leider nicht. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide oben wissen, worum es geht. Gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Wer ist das? CFC ist Erwartungshaltung Chemnitz. Vor dieser Partie. Oh, die Böse. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Ja, könnte was werden. Ja, Kolke, gut danke. Mitgespielt vom Dolce. Lohnt sich doch, wenn ich mal Dreieck drücke. So geht natürlich. Hansa Rostock in diese Partie. Das muss von alleine funktionieren. Nee, so, das ist der Uwe Kamps jetzt. Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Uwe Kamps, Alter, wie viele Jahre ist das her? 5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Ah, oh, ich sehe das immer hier so schlecht. Wird schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Ja, mit viel Übersicht. Oh, schade. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist den habe ich auch schon mal in der Saison das gespielt. War richtig gefährlich. Da habe ich alles auf Hosener gesetzt. Weil das die schlechteste Mannschaft ist. In der dritten Liga abseits. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war zu oder früh um dran. Sekunden. Und deswegen steht oder er um abseits. 4 Meter. Pepe. Kreisliga würde der Schiedsrichter sagen, unter 3 Meter abseits pfeife ich gar nicht erst. Klasse Zuspiel. Klasse gespielt, guter Steilpass. Sie machen das Tor schon in das dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und ja. Einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Ja, so mag ich das halt rausspielen. So, wenn einer da hätten wir also im das Hintergrund 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wolf. Ja, das kannst du aber halt auch nur bei uns machen, ne? Weil wir jetzt uns so ein bisschen eingespielt haben und so. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Dann mit einem Stürmer, zwei Abwehrspieler ziehen. Sieht gefährlich aus. Rum. Ja, und das sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Gefährlich! Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Aber Joku. Sag mal Baba, dabei steht da Bagar. Oh, voll. Der ist jetzt schon wieder zwei Spieler hingeschickt ohne Grund eigentlich. Hätte auch einfach stehen bleiben können. Gute Aktion! Der Engel hat mich heute überzeugt, dann lasse ich den jetzt eine gute Flanke. Cherbuschi, ich bin wirklich gespannt, wie beide Teams mit Alter, das passt, dein Name heute passt zurechtkommen. So Wetter ist Wetter, Name, Wolf. Ich hoffe nur, dass wir trotz des Schnees eine interessante abseits. Partie sehen werden. Und er pfeift abseits. Das weiß jeder. Bagayoko, der ist geil. Der macht mir richtig viel Spaß. Engelhardt. Macht den Engelhardt. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Oh, jetzt ist gefährlich. Gut. Und jetzt der Schuss. Jetzt vielleicht. Sie haben diese Partie ja, okay. Alter, jetzt läuft. Mehr oder das war jetzt mehr Zufall. Aber trotzdem. Naja, immerhin ist der Torwart nicht umgefallen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Abschluss. Und jetzt die Chance. Oh, ganz souverän hier. Ich finde es gut, dass dieser Torwart auch mal was hält. Nicht einfach nur umfällt. So. Oh, er hat auch nicht geschossen. Ich muss umfallen. Gerade sah das echt komisch aus, aber halt genau. Ja, aber er hat einfach nur geblockt, weil der Schuss aber auch hart war. Gute Chance für den Flanke.
Oh, ich wollte jetzt hier. Bitte, Alter, er hat noch nicht mal 60 Punkte. Und auf Außen lassen die auch einen Stürmer spielen. Ja, komm. Das macht er gut. Safe. Markus Kolke. Was? Kolke. Einwurf. Ja. Das war schon cool irgendwie jetzt der Abgang, der die Flanke, der Flanke, das Flanke. Der, die, das. Macht er gut. Den Flanke. Die Riesenchance. Und Kolke so macht jetzt auch solche. Den hält der Torwart natürlich. Ja, besser so, als wenn es flutscht. Ja, aber ich finde das halt geil, wenn du auf, das ist wie bei bei PES, da passiert sowas halt, also bei PES 2, da klatschen die noch einfach nur klatschen. Das ist realistischer. Du hast gerade einfach nur umgehauen. Du kommst ja nicht, du kommst nicht vorbei. Ich hab den Gandalf gemacht, jetzt lass mich. So, warte, ich komm oben. Kann er was draus machen? Geht nach innen. Ja, könnte was werden. Was macht er draus? Jetzt vielleicht. Yes. Ich glaube, wir sollten ihn von der Transferliste nehmen. Der Gegner kann ihn einfach nicht viel entgegensetzen. Er hat jetzt nicht mal eine Halbzeit gespielt, ja? Und wir spielen gerade gegen Chemnitz. Hallo, wir spielen gerade aber auch nicht ganz sonderlich gut. Das war außerdem auch der Außenlinie. Aber die Pixel haben gesagt, nein. Richtig. Und jetzt. Super dieses Zuspiel. Sieht gefährlich aus. Flanke. Hereingabe in die Mitte. Oh. Flanke landet beim Gegner. Nein. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Quirlig im Angriff. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. Und geht Richtung Tor. Schade, Ball ist weg. Ball ist weg. Wer bin ich? Kann ich dir nicht sagen. Weg ist der Ball. Hand. Aaron. Ach nee, da war noch einer. Das ist. Sie verlieren den Ball. Pepic. Oder auch nicht. So, darf ich jetzt, oder? Ja, ich kann nichts dafür, die standen halt auf derselben Position. Alter, was war das? Ja, ein Chip, siehst du doch. Ein Chocolate Chip war das. Ein Chip. Ich wollte erst Chip Müller. Sagen, nee. Warte, also. Egal. Chop ist doch hier beim Wrestling gesund. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Ah Gott, schwere Geburt. Heute habe ich mir die Wörter. Ballverlust. Und. Batz. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3-0. Naja. Wir waren aber auch effektiv, muss man dann auch sagen. Ich finde, wir sollten Kolke. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie nochmal ins Spiel zurückkommen. Ich habe ein gutes Gefühl. Gute Ballführung und das kann ich jetzt alleine machen. Du kannst durchlaufen, mach Dinge. Ja, passt auch. Ja, okay, knapp. Da war der Weltkopf leider. Milde. Er spielt den Pass auf den Flügel. So langsam wird's gefährlich. Ach Gott, wieso? Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Guter Pass. Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. Ein bisschen mehr draus machen, keine Frage. Aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Ich wollte einfach nur auch mal diese 6 Sekunden da. Ja. Das war eine halt auch. Bin da ein bisschen genervt jetzt. Der Ballverlust. Das war nix. Weiß ich selber. Meiner. Und da ist der Ball wieder weg. Jo, der hat Flair. Macht er gut. Bajerano. Klasse Pass. Ah, und er hat die Füße wieder drin. War klar. Guter Vorstoß da jetzt. Oh, das sah vielversprechend aus. Oben lang, komm. Da sind zu viele von denen. Richtig. Knoten auflösen hier. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Ja, die Tabellenführung beflügelt sie nochmal zusätzlich. Sie zeigen tollen Fußball und stehen vollkommen zurecht da oben. Da kann ich dir nur zustimmen, Wolf. Ach, eine tolle Saison. Da macht es Spaß. Ich weiß nicht, ist Engel Rechtsfuß oder Linksfuß? Dann hätte man mich mal... Können wir jetzt ja nachgucken. Welchen Fuß benutzt du? Links. Alter, ich hätte sogar schließen können. Buh, ja. Vollmann, Junge. Oh. Hansley. Schärf. Ach, so klein. Komm am Ladic und dann hast du es wieder, dein Chef. 65 Punkte. Er überzeugt heute als Passgeber. Ja, der wird heute seine Bude machen. Ich hab's Ballverlust. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Urin. Nicht Ruin. Und da holt er sich den Ball. Ah, schade.
Nartey macht heute auch eine Party. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Nee. Müller. Ja, mal drauf und dann sind die Leute weg. Ach, da verlieren sie den Ball. Ah, oh, das könnte was werden. Die Chance zum Tor. Philipp Hohner. Fahne oben. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Tolko macht das. Easy goal. Das frühe Pressing jetzt. Matrix kann ich im echten Leben auch nicht. Ah, ich kann auch hier die Sedan-Drehung. Die kann ich auch. Ja, einmal hat sie im Spiel funktioniert. Hallo? Die funktioniert nie. Gleich wird hier gewechselt. Mach das nur, weil die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Machst du da? Warum rennst du mit dem Stürmer den an? Glaubst du nicht, dass wir den Ball früh genug kriegen? Nein. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, ah, abgelaufen. Im eigenen 16er. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, ja, was sich noch tut. Ich mach wieder. Das ist jetzt eine Chance. Die Chance. Und er trifft. Ach nein, wie ich den vorgelegt habe. Sie liegen deutlich vor. Ey, wäre das ein vernünftiger Tor, hätte die Junge wechseln den Ball. Die Gäste werden wechseln. Ich wusste, dass das klappt. Sie verlieren den Ball. Vollmer ist on fire, Junge. Ja, also jedes Spieler ist der on fire. Weiß nicht, wie ich hab eine Schulter, das reicht für drei Tore. Nein, ja, komm, also Pivic, Junge. Weg ist der Ball. Dann... Jetzt vielleicht. Oh, nein! Da wäre der Treffer beinahe gemacht. Ja, hätte man den Weg gemacht. Stark gemacht eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob er den gehalten hat. Alter, wie, was ist das für eine Flugkurve? Wie trifft er den Ball, dass der so weit erst nach links und dann noch... So weit kannst du gar nicht schießen, das geht nur in FIFA. Echt tritt er da irgendwie gegen und stochert den irgendwie rein, weil der überhaupt nicht... Oder tritt erstmal ordentlich in den Rasen rein oder so, keine Ahnung. Das sah echt komisch aus. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Kann er was draus machen? Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Scherf hat gekämpft. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Ich spiele noch lang und kurz. Hier diesen Pass, so weg ist der Ball. Lang und kurz? Also, du weißt, wie ich meine. Die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt. Tolles Zuspiel. Junge. Spielt den Ball in den Freiraum. Ah, siehste, jetzt haben sie sich aufgegeben. Ein sehr schönes Tor. Platziert, überlegt in die untere Ecke. Ganz stark gemacht von ihm. Der Ball in, ja, aber wir sind auch im Gedanken schneller immer, ne, als die. Naja, die machen aber Lücken, ne? Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Ja, aber vorbei. Vollmann jetzt. Ich weiß nicht mehr, ob der links oder rechts Fuß ist. Auf jeden Fall, es hat dann ja auch mal geklappt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Immer noch auf sein Tor. Aber heute, wann, wenn nicht heute? Und jetzt Mitte. Was macht er draus? Ball kommt in die Mitte. Gut aufgepasst, so wird das hier nicht gefährlich. Auf Voll den Rechten ist die Stimmung klasse, oder was meinst du, Buschi? Ich auch so weit, da bekommt man Gänsehautbruderpelle, wenn man die hier singen jetzt, hört. Oh, jetzt mach ich das. Wieder im Aus, gibt wieder Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Batz. Oh, hier, komm. Gut gesehen, das war abseits. Pass, niemals. Das kann überhaupt nicht. Ach, abseits, hab ich nie gestanden. Ha, ba, 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 ba. Was war das denn jetzt? Also, ein empörter alter Mann. Und jetzt. Jetzt ist es gefährlich. Noch die Chance. Und da ist das Tor. Das ja, der Torwart ist echt ein, der ist was ganz Besonderes. Ziemlich einseitig. Also immer die Bälle ablassen, wo ist denn der Gegnerspieler? Da will ich den nicht genau nicht nochmal. Das können die anderen aber auch. Schärf läuft. Schärf läuft mal wieder. 2 Minuten werden nachgespielt. Ach. Komm. Sauber vom Ball getrennt hier. Der ist fast noch hingekommen. Nein, und dann nimmt er mit dem falschen Spieler. Keine gute Aktion. Jetzt pfeift er die Partie. Das war's. Also ich würde mal sagen, drei Dinger hat der Torwart mal abfälschen und dann nochmal drauf. Aber England war gut. Den nehmen wir runter von der Liste. Ich finde, der war... Von er hat auch viele Torvorlagen gemacht. Das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Oh ja. Was mit Erik Engelhardt? Ja. Wir nehmen den jetzt wieder runter von der Liste. Er hat mich überzeugt. So wie Scherf mich immer wieder überzeugt, wenn er spielt. Er hat heute wieder keine Assist gemacht, etc. Einmal hat er schon Assist gemacht und einmal hast du einfach nur der Löwen gekämpft. Danke, dass Sie so kurz nach der Abfall vor unserer Kamera gekommen sind. Insgesamt hat er das sehr gut gemacht. Ich möchte ihn gerne kaufen, aber FIFA sagt, ich darf das.
Wir haben aus guten Gründen gewonnen. Wir haben es einfach drauf. Yeah. Kompliment hat gegeben. Ja. Ja, war schön. Das war sehr eng. Letztes Jahr 6:0 gewonnen. Habe ich auch gekriegt. Alles gut. Also, schicken uns unsere Mom wieder Zeug. Oh, wir haben zwei neue Dödel. Ich glaube, die sind jetzt gerade erst. Achso, der ist verliehen. Da kommt das. Kobel ist das? Der sagt mir irgendwie was. Ich wollte Mannschaft, Themenzentrale, weil Hans Leek bleibt ja nächste Saison nicht da. Möchte ich gerne Engelhardt von der Liste streichen. Auch wenn er ein bisschen pisst ist jetzt. Spielzeit und Vertrag. Was ist denn mit Vertrag gemeint? Er hat doch noch. Was soll denn Vertrag heißen? Ja, dass er damit nicht zufrieden ist, aber ist doch scheißegal. Er hat auch nur Rotation. Er soll sich jetzt nicht so anstellen hier. Wir sind doch nicht die Wohlfahrt. So, wir hatten jetzt das 19. Spiel. Somit pass auf, ich mach. Du machst, wir machen den 9. Die halbe Saison haben sie jetzt gekriegt. Was hat er denn jetzt? Ja, natürlich. Ich will nicht jetzt Bankdrücke enden. Zeig mir, dass ich recht habe. Jawohl, zeig mal was du. Das? Ja, zeig mir, dass ich recht habe. Du. Oh, Dämlein. Ja, wieso? Ich finde ihn gut jetzt. Und er ist auch wenigstens der, den man noch benutzen kann. So. Wir müssen halt an die Zukunft denken. Das hier ist eine Simulation, das ist kein echtes Fußball. So, wir dürfen 5 neue aussuchen. Engelhardt. Du darfst aussuchen, würde ich sagen. Nein, er ist schon ein Jahr älter geworden. Pieple? Ja. Was kriegt er? Abwehrszenario schwer, da. Engelhardt. Ja, der macht Angriffsszenario schwer. Genau. Und dann sonst kannst du Engelhardt auch noch Sprinten machen oder so. Wen haben wir noch? Dann kannst du ja deinen Schärf, der ist am jüngsten da noch. Jo. Kriegt der Rennen gegen die Uhr? Kann er schon gut. Ja, oder das macht Angriffsszenario schwer, genau. Da hat er überall noch 50, 60. Dann mach mal diesen anderen Pedersen sonst. Oder hast du noch... Der ist doch ausgeliehen. Granatowski und Pedersen sind ausgeliehen. Ja, stimmt. Das siehst du ja im Trikot meistens, ne? Mittelfeld. Geh mal auf Mittelfeld. Pepic. Ja. 23. Angriffsszenario schwer. Auch? Ja. Muss der nicht auch mal defensiv irgendwas machen? Da, Rennen gegen die Uhr, braucht er auch nicht. Gut, dann machen wir Angriffsszenario schwer. Ja. Hätten wir mal von vornherein machen sollen. Naja, egal. Innenverteidiger, nix. Außenverteidiger? Oh, da haben wir ihn doch. Hier, Neidhardt. Ja. Nee, der ist 25 schon. Was mit... Reintaler wollen wir du kannst auch sonst den Engelhardt da zwei Stücken geben, ne? Dass der einmal sprinten und einmal... Genau, geht nochmal auf Engelhardt. Und dann macht Rennen gegen die Uhr. Und dann hat er auch ein bisschen mehr. Siehst du, wollen wir ihm nicht Temposchüsse geben? Nö. Nö. Okay, Abschluss. Du kennst nur zwei Sachen. Rennen gegen die Uhr und Angriffsszenarios Experte. Ja, er muss schnell sein und ja. Es ist zwar blöd gelaufen, aber so ist das nochmal. Engelhardt verbucht Dreierpack gegen Chemnitz. Die haben tatsächlich... Achtung, sie könnten 5 Spiele verlieren. Ja, hoffentlich. Granatowski. Das hat er ja nun schon wieder. Wollen wir ihm irgendwie... Ja, komm, lass ihn einmal spielen. Ich denk drüber nach. Denk drüber nach. Oh, einmal, weil das so... Ja... Oh, Pepic geht nicht. Ja, dann musst du einmal auf Finanzen gehen. Und dann nach... Und Vertrag. So, Hans Leek, willst du ihn behalten oder nicht? Ausgeliehen. Dankeschön. Ach, deswegen ist das auch rot, alles klar. Oh, Reintaler, den könnten wir behalten, theoretisch. Ja. Er sagt Bescheid, wenn ich was machen soll. Ups. Ja, ups. Da. Achso, Verpflichtung, Verlängerung, delegieren. Reicht, oder? Ich würde ihm weniger geben. Wie kriegt er denn gerade? 1-1! Frechheit. Ja, er ist halt... Der spielt halt nicht häufig.
Spieler freigeben, war nicht der richtige Knopf. Nein. Dann mach. Ja, genau, erst mal 5000. So, mach 1-2. Ja, 1-2. So. Nein, 1-2 als Einstieg. Der verdient doch jetzt schon 1-1. Dann kannst du ihn doch jetzt nicht 1. Ja, der soll doch. Ja, würdest du auch für weniger von uns arbeiten? Nein, ja, okay, dann kriegst du ein bisschen mehr. Er kriegt halt 1-5 bis 3. Ist das okay? Nein, Mann, das ist viel zu viel. Er hat doch auch für 1-5 unterschrieben. Ja, der hat auch für bestimmt 1-2 unterschrieben. Ja, dann mach jetzt für Pepic auch noch hier, komm. 1-7, denk dran, der verdient jetzt gerade 1-7. Siehst du, das ist viel zu viel. Dann mach 2. So, passt, lass. Meinst du? Ja. Ja. Siehst du, passt. Rieble, genauso. Ich find's halt, die haben halt schon im letzten Mal. Ja, das passt. Ja, okay, das passt wirklich. Ich finde das Delegieren schöner, weil das andere ist einfach nur so ein Crap. 3 Jahre passt das. Ja, vor allem für nichts. Du kriegst halt die günstigere. Öztürk würde ich nicht machen. Nee, Öztürk nicht. Ulrich auch nicht. Sebald auch nicht. Dafür haben wir noch ein paar Eisen im Feuer. So, passt doch. Ja, die restlichen. Ja, alle anderen können wir ja sonst verkaufen. Ja, Rheintaler können wir beim nächsten Mal dran denken, vielleicht den auch noch Punkte pushen, weil der auch erst 24 ist. Ja. Aber ansonsten, hier können wir quasi die zweite Abwehr inseite. So, Viktoria Köln, ab geht's. Erstes Spiel, Rückrunde. Jo, Ethel. Sie sind so Ethel heute. So, ich möchte Gubo uns. Oh, du über. Guck, der freut sich. Du Hami. Guck mal, Nate hat schon 72 Punkte. Ja, ich weiß, aber... Der endet noch mit 75 Punkten in der dritten Liga. Ja, und dann komm, weißt du warum? Dann können wir auch Opoku einfach viermal rennen lassen, weil das Einzige, was bei Flügelposition wichtig ist, ist Rennen. So, hey, ich habe Schießen 20, aber ich renne 90. Wer rechnet den Mittelwert? 90 und so, das müsste also durch 2, aber er ist ja Flügelspieler. Ja, 80 Punkte kriegt er. Das ist voll FIFA nochmal. Ey, mach keinen Scheiß, Mann, ich habe Muskelkater. Wieso? Achso, ihr darf nicht lachen. Ja, das zieht sich alles komplett zusammen. Ich laufe hier schon wie so ein alter Sack, weil mir alles wehtut. Ja. Was sind das denn für Typen? Ja, das ist einmal Simon Handle und einmal Kevin Holzweiler. Boah, in Beschleunigung sind sie ein Monster drin. Du. Alter Schwede, die brauchen... Das sind solche Spieler. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Ja, ist Viktoria Köln irgendwo oben oder was? Nee, eigentlich haben wir die gerade nicht gesehen. Duisburg war weit oben, Bayern. Weil ich wüsste jetzt nicht warum. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Ich bin wie gewohnt Wolfus mit dem Kollegen. Nee, war bestimmt. Nein, schönes Wetter. Auch schöner Platz. Schönes Wetter mitten im Dezember quasi. Wir haben Weihnachtswunderwetter. Nein, weißt du, was das bedeutet? Klimaerwärmung. Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften. Das wäre es auch witzig, wenn so Klimaerwärmung mit einberechnet. Dann sind Schneespiele im Winter. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Oh, ich habe schon wieder den falschen. Da die Heimblendung so wieder Gastgeber. Ja, ich hab's jetzt gelernt, du. Jetzt wirst du das ewig bei mir sehen. 4-5-1, wenn ich's richtig sehe. Der linke Schlappen ist bei ihm stark. Ausgeprägt, ja. Stark ausgeprägt. Ich bin Beseel, ich stelle den Abwehrspieler zu. Das habe ich gelernt. Hermann Hoffmann. Es sieht alles nach dem Titel für sie aus. Hermann Hoffmann, Gedächtnistor. Schöne Aktion. Jetzt. Klasse Pass. Kurz hereingegangen. Pass! Diese Führung eigentlich keine große Überraschung. Da habe ich mich jetzt einfach mal hart gefreut, weil ich eine Flanke gemacht habe und der Ball war. Ja, das war doch unser einziges Kopfballtor, oder? Sonst hatten wir, glaube ich, noch nie eins. Eins oder doch, stimmt, noch eine Ecke hatten wir eins mal, ja. Hat Riegel den reingebärmst. Ja. Aber das war jetzt. Oh. Easy! Balleroberung, ja. Ich habe einfach hart Kreis gedrückt und somit war die Flanke härter. Aber er hat den vorderen Spieler genommen. Ich bin ein Freund von harten Flanken. Super dazwischen gegangen. Er hat hart gesagt. Ohne rot zu werden. Ich bin ja bei WoW, bin ich ja Tank. Dann war ich mit dem anderen zusammen auch Tank, also hier quasi vorne dran stehen, vom Boss auf die Fresse kriegen und viel aushalten. Und dann habe ich ihm den Diamanten gegeben, weil er so hart ist auf dem Kopf. Und mir habe ich den Kreis gegeben, zu dem alle mal Kondom sagen, habe ich gesagt, weil ich euch alle beschütze. Ach du Scheiße. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Wow. Oh, das, ja, sorry, ganz mein Fehler. Wichtig, dass Sie da stehen. Kann ich nämlich mal was ausrichten. Ein Wechsel weg. Ein Werfer wechseln. Nicht mehr. Sie verlieren den Ball. Ja, das, was sonst auch sonst. So, liebe Kinder, macht man es nicht. So, liebe Kinder, macht man es halt nicht. Die Kugel ist so, jetzt Drehung und Schuss.
Bisiak Gedächtnis. Erstmal keine Gefahr Bisiak mehr. Geheimwaffe. Gut gelöst. Tormaschine des Todes. Attacke. Und jetzt kannst du uns auch mal zeigen, dass du flanken kannst. Da ist die Hereingabe. Pivot schießt. Ja, könnte was werden. Alter, oder wären sie doch sind noch aggressiv. Das war eine gute Gelegenheit. Naja. Der ist eher wunderlich. Ach komm, das war ja, der war schon jetzt ein bisschen gut. Der heißt wunderlich. Da, der ist wunderlich, habe ich gesagt. Ach, Bajerano, komm, mach den. Gefährlich. Geh dran, an Gottschling. Jetzt kann er die Flanke bringen. Die Riesenchance. Siehst du, und es ist schon wieder der Torwart. Und der wunderlich. Der wunderlich ist es. Erstmal das und zweitens, warum hat da der Abwehrspieler nicht geköpft? Guck mal ganz genau hin, der Abwehrspieler hat nicht reagiert. Da, Riedel, da musst du was tun. Da muss Riedel doch den Fuß reinhalten. Da kann der Torwart doch jetzt nicht. Schöne Hereingabe und auch der Treffer ist natürlich klasse. Da hat wirklich alles gestimmt. Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen, Alter? Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. Spieler nicht genommen und er hat einfach gesagt, ja, ich versage heute einfach den Dienst. Er sagt, ja, wenn er nicht will, dann. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass. So, jetzt machst du den Bruder. Macht er ihn! Er hält ihn! Ist es denn zu fassen? Alter, ihm ist kalt mitten im Sommer. Ball kommt nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Warum spielst du nicht zu mir? Ich stehe doch da. Warum geht mein Mitrovic nicht zum Kopfball, der Eimer? Sie sind ganz vorne Handler, in der Tabelle, Alter. Und genauso spielen sie auch. Kennst du noch von Michael Bravestar, Handleball? Das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ja, natürlich war es vor deiner Zeit, das 80er. Das war sogar vor meiner Zeit. Aber wir hatten da ein Hörspiel noch von mit Tex Hex. Der Ball ist und dem Pferd 30. Ja. Mann, Alter. Ist doch alles cool. So, Riedel, Mama Meda hier. Was machst du überhaupt so weit? So langsam wird's gefährlich. Jawohl. Geht weg. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Sehr guter Pass. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Da hättest du dich absetzen müssen. Ich wusste nicht, was du davor hast. Ich spiele immer, ich drehe mich einmal und spiele in die Mitte. Ja, dann sag ich spiele und oder sag ich schieße oder so. Ich habe auf eine Flanke gewartet. Okay. Ich wusste dann irgendwann nichts mehr zu tun. Da kannst du den Ball noch 7 Jahre halten, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Ist das so? Was macht er draus? Pepic, steh auf. So, ich mache eine Flanke. Klasse, hat vorhin so gut geklappt. Flanke kommt ganz weit. Ja, und sie können nicht klären, sind weiterhin mit rechts. Beide laufen zu weit nach vorne. Ja, es kann doch gar nicht sein. Es war eine schöne, ja, Bisiak, du musst vorne stehen bleiben. Dafür bist du bezahlt, du bist Stürmer. Schöne, harte Flanke war es. Toll gemacht, vorbei am Verteidiger. Geht da voll in diesen Zweikampf. Figuera, astreiner Spieler. Also bei ein paar hier bin ich echt mega begeistert. Pepic. Und da verlieren sie den Ball. Tja, bist du wieder zu übermutig. So, Babayogu. Jawohl. Viel mit Auge. So, stopp ihn jetzt. Flanke landet beim Gegner. Warum stoppst du ihn? Gute Aktion, gut geklärt. War doch gut die Flanke, oder nicht? Hey, sie ist zu nichts gekommen. Clever gemacht, gute Aktion. Er versucht, den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Oh, beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1. Ja, erfolgreich. Und wir haben einfach keine zweite Bude gemacht. Wir waren überhaupt nicht erfolgreich. Das ist ja tot. Weiter geht's. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Jawohl. Einfache, saubere Pässe. So holen wir uns die Genauigkeit, die wir brauchen. No Puff, dann geben wir die Kacke, die ich brauche. So, Spiel wieder zurück. Kann er was draus machen? Na ja. Das macht er gut. Stürmer läuft nicht, was soll ich da machen? Er macht heute bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, genau, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Und er schießt! Jetzt so hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Ja.
Ist auch wieder. Welcher Spieler war jetzt für den Typen zuständig? Zwei Leute stehen da rum. Könnte jetzt was werden. So, weiter, komm, hier stehe ich. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Behalten, halten, halten, hier. Pepic. Super, noch nicht Spiel. Rein, geh rückwärts. Nein, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, wollte ich, der Mongo ist nicht gerade nicht in der Lage, den Ball zu stoppen. Ich drücke zur Seite, was soll ich machen, außer zur Seite drücken? Er denkt sich, ja nee, ich bleib halt hier hängen. Vollmann. Omladic, putzen. Wo packen wir Omladic hin? Hier. Ja. Oder Schärf. Du weißt. Dein. Ah, oh, du verdammter. Schau mal da hin. Gleich wird hier gewechselt. Irgendwann muss Schärf ja mal gut durchgesetzt, gefährlich. Ja. Da ist er jetzt durch. Kriegst du noch, siehst du. Das muss es sein. Das war wieder eine Gelegenheit, aber sie gehen nicht in Führung. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oh, nimmt den Ball mit der Brust an und kriegt den nicht unter Kontrolle. Was ist denn mit dir? Und ja, jetzt ist ausgespielt, ganz geiler Typ. Muss drauf. Toller Pass. Hereingabe. Problemlos hat er hier den Ball. Was? Fängt ja, Ball ab. Alter, ich weiß nicht, wo du hinwirfst. Ich weiß nicht, wo jetzt du stehst. Warum passt du denn dann zurück? Ja, ich weil hatte ich das doch schon dreimal wollte. Ich hab weil dir schon dreimal gesagt, dass diese Bälle mit dem Rücken zum, wenn du dich dabei einmal drehen musst, das funktioniert. Der hat sich nicht gedreht. Der steht doch die ganze Zeit so scheiße. Klasse Aktion, Ball ist weg. Er stand da und hat den Typen einfach angeguckt und einfach scheiße gepasst. Da ist Platz. Jetzt ist gefährlich. Geht jetzt in die Mitte. Die Defensive steht. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Wow, spannendstes Spiel auf der ganzen Welt. Was macht er draus? Da kommt der Pass auf außen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung, und die Möglichkeit. Ja. Da haben sie das Tor. Warum schießt sie nicht mit Viereck weg? Nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch. Sie gehen drauf. Du möchtest es immer spielerisch lösen bei solchen Scheiße in Dresden. Quatsch, den hab ich doch einfach nur weggeballert. Ja, genau zum Gegner und zwar mit X und nicht mit Viereck. Und deswegen drückt man da Viereck. Und bei der verdammt nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Es ist jetzt gerade wirklich so ein richtig Scheißspiel. Wir kriegen nichts zustande, gut gar gespielt. Nichts. Ball geht nach außen. Macht er gut. Dann, dank dir für deine Objektivität. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Es hat nichts mit Objektivität zu tun. Es war ja, objektiv. Richtig. Es hat nichts mit Objektivität zu tun. Es war objektiv. Es ist, nein, geht, läuft Quatsch. Gar nicht zusammen. Ja, dann spiel doch jetzt ja, einfach zurück. Jetzt du versuchst ja gerade wieder mit einem Mann durch alle durchzurennen. Das funktioniert ja nicht so. Und jetzt, Abschluss. Müssen wir uns das erpassen und nicht irgendwie versuchen, mit einem durch, mit dem Kopf durch die Wand. So, die ja, siehst du, genau so. Kackhaufen. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Spielen. Schöne Aktion. Gute Aktion. Da schießt er. Tor. Ja, siehst du. Komm, weiter. Ja, dieses innere Rumgestochel geht mir voll auf den Sack. Ja, das ist halt dieses technisch Anspruchsvolle. Man kann doch nicht immer durchrennen und ja, hoffen, dass er keiner kann steht. Den auch davor schon im Torwart durch die Beine schießen. Da muss, komischerweise, bei unseren Abwehrspielern klappt es nie, dass die da so reineiern und in dem jeden Schuss abfangen und ihren Körper da reinstellen. Es klappt nur bei den Gegnern. Drücke ich hier die falschen Tasten oder was los? Sieht gefährlich aus. Das Einzige, was du machen kannst, ist hier X drücken und hoffen, dass du den Ball dann irgendwie geklärt kriegst. Aber bist du meistens eh einen Schritt zu spät. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Stark gearbeitet hier.
Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Die Fans pushen sie noch mal nach vorne. Die wollen den Siegtreffer. Unaufhaltsam. Jetzt die Flanke. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Jetzt ist es gefährlich. Gefährlich. Jetzt könnte er flanken. Ja, könnte was werden. Heute gibt es keinen Sieger. Das Spiel endet unentschieden. Jetzt haben wir doch wenigstens noch einen Punkt gerettet. Ja, aber das Tor war einfach scheiße. Das ja, die schießen halt zweimal aufs Tor und das ja, passiert halt. Nein, das meine ich gar nicht. Ich will die Spielhöhepunkte jetzt angucken. Wo ist das zweite Tor von denen? Da. Mike Wunderlich. Da, dieses hier, diese Aktion, die war scheiße. Ja, wenn du da einfach Viereck drückst, dreschen die den Ball weg. Das also hat jetzt alles an mir gelegen. Nein, es lag an dieser einen Aktion. Ja, und du kritisierst mich ja genau als einzigen da gerade. Ja, drück dort bitte Viereck. Das ist das, was ich dir sagen möchte. Nicht X drücken. Du hast ja gesehen, die können das nicht. Die dreschen die dann einfach nur irgendwie in die Kacke rein. Okay. Ja, das ist halt, dann passt, dann steht er da und dann kriegt er Pass und Rücken, weil irgendwer dieses Abseits aufhebt. So, wo kann ich hier weiter drücken? Ja. Kreis musst du immer noch. Ja. Nein, ich hab Bock auf ein Kick-Interview. Hättest du da einfach Viereck gedrückt, hätten wir den Scheiß ja nicht gehabt. Darum geht's. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht gespielt habe. Ja, du bist auch nur Spaß. Haben wir dich halt vergessen. Was sollen wir ihm sagen? Zu raus. Sonnenberg ist doch ganz gut, oder nicht? Oder haben wir den auch nur ausgeliehen? Ich glaube nicht, der hat ein blaues Trikot. Mach doch einfach so, passiert doch jetzt nichts. Können wir doch einfach jetzt mal lassen und dann setzen wir den halt sonst einfach... Ich wollte halt nur gucken, ob wir den auch wirklich besitzen, aber anscheinend kann man ja aus dem Trainingseinheitmenü nicht vernünftig einfach rausgehen. Klar kann man das, man soll einfach auf Beenden gehen gerade. Ich wollte es machen, bevor ich das starte. Ja, kannst du ja. Guck, den haben wir zum Beispiel fest, den könnte man auch aufwerten, anstatt rein. Habe ich dir gerade auch gesagt, dass sie die beiden gehören. Ja, aber du hast gesagt, weil der ein blaues Trikot hat. Und wenn er jetzt aus Schalke ausgeliehen ist, dann hat er auch ein blaues Trikot an. Ja. Steht da halt nicht. So, ich will jetzt Spieler kaufen. Blaha hat wieder den gefunden. Ach komm, hör auf. Brauchen wir nicht. Besser. Mann Engelhardt, was ist los mit dir? Ich möchte bitte den anderen da aufwerten. Ich brauche nicht alle mit Rennen gegen die Uhr. Machst du? Ja, jetzt können wir gleich. Wichtige Infos vom Transfer. Sie wissen ja noch nicht, wie es geht. Ich habe irgendeine Auszeichnung gekriegt. Ja, Trainer des Monats. Pompey. Nicht wir. So, dann holen wir uns jetzt mal ein paar. Siehste. Ja, wen willst du, dann wollen wir denn jetzt holen? Wir müssen mal gucken, was auch uns alles fehlt. Also ein Stürmer ist auf jeden Fall gut. Frage ist, welchen Stürmer holen wir uns? Du bist von Undorf so begeistert. Jo. Und ja, es steht dort nicht, er hatte vorhin erst 68 Punkte, jetzt hat er 69 und steht dort nicht. Oh, er ist so, er ist wie Lothar Matthäus, er kann es mit links, mit rechts, Ausnahmespieler. Ja, können wir gerne uns holen, wenn du sagst, dass der gut ist. Also ich kann immer ganz gut mit dir. Ich weiß halt nicht, der eine hat immer eine Fähigkeit. Okay, den können wir uns, glaube ich, schenken. Ah, komm, wir sollten mal eine Laie vorschlagen. Geh mal in die dritte Liga, bau dich mal erstmal ein bisschen auf hier. Der geht noch nicht. Der ist noch nicht 23. Ach so, ja. Sonst sortier doch mal nach Alter. Warte. Wie viel kriegt der jetzt?
1,7. Gib ihm 2 bis 2,5 oder so. Ist ja für die nächste Saison. So, gucken wir mal. Die brauchen wir noch nicht. Stendera, ja. Alter, nee, können wir uns gar nicht leisten. Er hat 22.000er Wochengehalt. Kaufen uns lieber Moda Hut, Alter. Lübel, okay, können wir uns auch nicht leisten. Wieso 5,7 bis 9,2? Ach so, stimmt, da steht ja noch was. Ja, dann probier es. Er nimmt das an, pass auf. Das sind Lübel. Verlad, Junge. Yo. Nee, obwohl, wir haben genug Innenverteidiger, oder? Der hat auch kein. Der hat nix an Stellungsspiel, das ist die größte. Boah. Ich von der Liste runter. Hier, Miho! Miho, Jovic! Was war denn der sonst so? Wo ist Stellungsspiel? Ich kann es nicht sehen. 34. Was kann er denn sonst? Er muss doch irgendwas können. Nee, er ist halt aggressiv. Ja, okay, den kenne ich gut. Vormut wollten wir doch. Der hat Stellungsspiel auch so richtig gut. Rot. Wieso haben die. Jetzt mal umschätzen. Ja, und dann wunderst du dich, warum hast du. Das merkt man dann halt. So, warum die dann so hinterher stehen. Wie und viel so. Hat hier der 37-Jährige? Nein, die hat einen Verein gekriegt. Sie haben ihn gekauft. Ja. Wie viel Stellungsspiel hatte der? Jetzt der hatte über 30. Ne, über 40 sogar. Aber siehst du? Ja. Das guck mal, dann Axel Sagadou. 31 und das erklärt auch einiges. Das ist leider so. 30, das ist halt der Scheiß. Das steht, was steht, hatte er? Aruni? 29. Auch nichts. Dann Bormut? 29. Gut. Und Mihojevic? 34. Schwede. Togunariga? Auch nichts. Dann nehmen wir hier Mihojevic, versuchen wir wieder. Aber da unten ansetzen. Haben wir nur 3 bis 5 oder so. Ist ja zum Glück erst alles nächstes. Ja, es. Das ist jetzt noch kein Stress. Der ach ja, der ist ja noch nicht. Ist noch nicht 23. Den kannst du raushauen so lange, oder? Tun mal raus in den. Ich will Dortmunder auch alle rauspacken, die können wir dann ab nächste Saison. Ja, wollten wir. Wenn wir zweite Liga sind, dann können. Aber davor brauchen wir die gar nicht auf Liste haben, dann nehmen sie nur Platz weg. Das ist ja. Hier und diesen Oakien. Können wir mal probieren. Sorlord können wir glaube ich auch tun. Ne, der muss ja erst hin. Ja gut, den müssen wir holen uns. Crystal Palace, das ist einfach nicht unsere Preisklasse. Was? Ja, noch nicht. Hier, er ist auch eher unsere Preisklasse. Wieso? Achso, er ist noch nicht alt genug. Ist mit dem Heidenheimer da? Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht noch einen Stürmer, auch wenn er rechts und links spielen kann. Den haben wir haben da ordentlich Positionen besetzt. Wir müssen schon gucken, dass wir, wenn wir Spieler kaufen, dann haben wir jetzt keine Ahnung. Torhüter oder Stürmer, dass wir da dann ordentlich Leute kaufen. Also weißt du, wie ich meine? Dass wir da Spieler kaufen, die viel spielen können. Später Ausgleich. Ja. Was ist los? Ah, siehst du. Ja, okay, wir brauchen ihn aber auch nicht zwanghaft. Das ist auch übel, Alter. Sind wir nun? Siehst du. Jawohl. Oh. Ein Jahr? Naja. Ja, komm, es ist der, ist jetzt. Ja, nehmen wir an. Dann haben wir Innenverteidiger en masse. Wir geben ja auch welche ab. Dann haben wir ihn, können wir ihn spielen lassen mit Rieble zum Beispiel. Oder mit hier Sonneberg. Und darf, Junge. Alter, 4 Jahre. Ein Schnapper quasi. Direkt angenommen. Und das alles ohne Einstiegsbonus, den sind nämlich alle. Hier, Topspieler, Junge! Ja, natürlich ist Olaf ein Topspieler. Dann kannst du bitte den Sonneberg einbauen. Für wen denn? Engelhardt. Welchen soll ich den wegnehmen? Nee, oder? Den Rennen gegen die Uhr. Da, der hat 65 Punkte und ist 20 und der gehört uns. Hier, nimmt mich Rennen gegen die Uhr. Der verteidigt das Minitor. Komm bitte, lass ihn das Minitor verteidigen. Das gibt bestimmt Stellungsspielpunkte. Wo kriegt man Stellungsspielpunkte? Können wir das mal nachgucken, bitte? Nein. Abwehr. Oder ist das so ein Wert, den man gar nicht hochdrücken kann? Offensichtlich nicht. Cool. Dann möchte ich, dass er das Minitor verteidigt, bis ans Ende seines Lebens. Okay, Übersicht, ja. Übersicht, Schranken, nö. Standards. Er wird unser Elfmeterschütze. Ich habe das eine ganze Saison gemacht, jemanden Standards trainieren lassen. Das hat einfach nichts gebracht.
Vor allem, es sind immer dieselben Dinger, die man wählt. Vor allem, was bringt es dir, wenn du eine kleine Version wählst, wenn das andere da nicht mit bei ist? Nächste Enge hat 62 schon. Alter, Scherb 66 Punkte. Du und dein scheiß Lieblingsspieler. Vor allem, den hast du nicht mal Rennen gegen die Uhr eingestellt. Denk dir das mal. Alter, unser Verein hast du uns einfach. Nein, das könnt ihr vergessen, Mann. Habt ihr den Arsch offen? Und vor allem dann für so wenig Geld für drei geben wir den vielleicht auch. Weißt du, was ich hier gut finde, dass die nicht die ganze Zeit merken, oh, wir haben Deutschland abgegrast. Noch eins. Was rafft ihr an? Nein, nicht. Das ist ja ein anderer Verein. Götzke, ja. SK, ich denke mal irgendwas Skandinavisches. Siehst du, Chef hat schon wieder so viele Punkte jetzt. Ja, dann wird er bald eine Maschine. Und? Boah, weiß ich nicht. Nee, oder? Ist halt unsere Abwehrmaschine hinten drin. Ich meine, wir könnten Sonneberg dafür reintun, aber. Wir brauchen mehr als einen. Auch wenn wir jetzt den Nihol-Gedöns kriegen. Ja, am Arsch. Danke, Vorstand. Ihr kriegt am Ende des Jahres genug. Nächste Rieble. Kriegt auch wieder Punkte ohne Ende, sehr gut. Alter, wollen die jetzt wirklich uns gar keinen wegnehmen? Wie viel haben wir denn jetzt auf die Liste getan? Unsere halbe Mannschaft ist auf der Liste. Guck das mal bitte. So, warte. Breyer müsste jetzt weg sein. Ja. Breyer ist weg. So, ich stell den mal eben dahin. Kannst da gerne rumspielen. Wie wäre es, wenn wir den hier hinpacken? Weil der 69 Punkte hat. Und der kann auch links Mittelfeld und links Verteidiger und Innenverteidiger spielen. Aber Riebler ist so toll. Die haben ein paar Kanzler drauf. Ja, mach. Meine Erinnerung ist mir egal. Ne, das passt. Neidhardt lassen wir auch draußen. Wir haben ja eher Probleme im Mittelfeld und ich weiß nicht, ob also mit der. Ach, wie heißt das mit der Ausdauer im Mittelfeld haben wir ja eher Probleme. Sonst würde ich ihn rauspacken. Putzen? Ja. So, er ist doch gut. Für Neidhardt oder was? Ja. Ja, dann haben wir hier rechtes Mittelfeld, Rechtsverteidigung, Linksverteidigung, Linksverteidigung, Linksmittelfeld, Innenverteidigung. Wir haben so viel hier abgedeckt und das sind nicht, die haben auch nicht 62 Punkte, nein, die haben schon. So, und jetzt gucken wir mal, wie groß dein Spieler hier ist. 1,82. Und der Bayerano ist 1,72, siehst du, deswegen denkst du, der ist größer. So, der ist breit, habe ich gesagt. So, passt doch. Und Engelhardt können wir dann bei Bedarf immer mit reintun. Jo. Immer wenn Fijak mal eine Pause braucht. Na komm, Pressekonferenz machen wir noch und dann müssen wir leider das Video beenden. Jo. Dann ist unsere Zeit rum. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Wir sind das bessere Team. Ja. Wir sind nach wie vor gut drauf. Vielen Dank. So, dann beim nächsten Mal geht's weiter. Jo. Und ja, ich habe gerade auf mein Handy geguckt. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass ihr Spaß daran habt. Und wenn ihr noch Ideen habt für Spieler, die wir uns kaufen können, dann haut's raus in die Kommentare damit.
Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und tschüss.